Heute gibt es eine Buchvorstellung, gerade für Menschen, wenn sie merken, dass sie sehr leiden in ihrem Leben, wegen ihrem Schicksal, wegen Problemen, dann kann dir dieses Buch wirklich eine komplett andere Sichtweise auf dein Leben geben und dich rausholen aus diesem Leiden. Und das ist das Buch von Colin Tipping. Ich werde es auch schon mal einblenden. Ich vergebe. Der radikale Abschied vom Opferdasein. Es hat meine Sichtweise auf das Leben komplett verändert, beziehungsweise noch mehr bestätigt. Es gibt ja noch andere Bücher, die ich davor noch gelesen habe, aber ich finde, das hier tut das alles so ein bisschen zusammenfassen von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, zu Schicksalsschlägen, zu, ja, wenn dein Leben dir sehr, sehr schwer fällt. In diesem Buch wird beschrieben, dass jeder Mensch wenn er hierher auf die Welt kommt, eine emotionale Signatur erleben will als Seele. Und diese emotionale Signatur kann sein Leiden, kann sein Ablehnung, kann sein Erniedrigung, je nachdem, was du als Seele vereinbart hast. Und dann suchst du dir die passenden Menschen aus, die dir genau die passende Erfahrung dazu geben, damit du dieses Gefühl fühlen kannst. Und wenn du weißt, dass das alles ein Spiel ist, und wenn du weißt, dass es nur kurz ist und dass es ja eigentlich ein Spiel ist, dann würdest du es gar nicht so fühlen können. Du musst komplett vergessen, dass du es so entschieden hast, dass du es erleben möchtest, damit es auch schön wehtut. Dass du wirklich, ich weiß, ich verstehe den Sinn nicht, aber die Seele möchte wohl die komplette Emotion einfach richtig in sich fühlen. Und eine der Aufgaben ist es dann, es für dich dann wieder aufzulösen und wieder in die Liebe zu kommen. Ja, weil wir sind ja dann im Widerstand, wir sind ja dann im Schmerz. Diesen Schmerz zu heilen, zu transformieren, wieder in Liebe. Und ich lese euch mal ein paar Sachen vor. Die Mission unseres physischen Lebens besteht darin, ein bestimmtes Energiemuster in seiner ganzen Fülle zu erleben, sodass wir die für dieses Muster typischen Gefühle spüren und dann diese Energie durch Liebe transformieren. Da wir aber alle ein Ego haben, wird das uns schwer machen. Warum haben wir uns überhaupt ausgesucht, ein Ego zu haben auf der Erde? Weil wie viele leiden? Wie viele leiden? Und leiden immer noch. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, hat das nicht, also wenn du das Buch liest, wird es nicht deine Probleme wegmachen. Es wird deine Sichtweise verändern und es wird es leichter machen. Du musst aber die Arbeit machen. Ich sage extra, du musst, ich hasse es, ich mag das Wort musst nicht. Natürlich habe ich ja auch meine Themen im Leben und ich sehe, wie herausfordernd es sein kann, damit zu arbeiten, weil mein Ego das nicht möchte. Weil er sich im Recht sieht und der andere ist der Schuldige. Es ist eine Aufgabe, deswegen sage ich, also es kommen manchmal Nachrichten, gerade auf Instagram in den Stories oder auch auf TikTok in den Kommentaren, wo mir Leute ihre Probleme erzählen, ihre Herausforderungen erzählen und denken, dass ich mit einem Satz ihr Problem lösen kann. Das geht nicht. Das ist monatelange Begleitung, wochenlange Begleitung. Und erstmal für dich die Erkenntnis zu haben, was ist, wie kann ich damit arbeiten und dann das damit arbeiten. Und das liegt dann nicht zum Beispiel an dem Coach oder an dem Therapeuten, dass du es machst, sondern es liegt dann an dir, es umzusetzen. Und dieses Umsetzen kann manchmal sehr, sehr, sehr herausfordernd sein. Wirklich. Da braucht man Kapazitäten, die man aufbauen kann mit der Zeit, um die Kraft zu haben. So, jetzt habe ich noch irgendwo ich habe hier so viel markiert. Noch etwas, was ich euch vorlesen wollte. Und zwar, wenn wir mit einer hohen Frequenz schwingen, wie beispielsweise beim Gebet, bei der Meditation oder in Kontemplation, können wir bewusst und absichtlich durch Gedanken Realität erzeugen. Die meiste Zeit jedoch tun wir dies eher unbewusst. Individuelle, zufällige Gedankenabläufe haben nicht viel Energie, also können sie auch nur wenig bewirken. Gedanken, die von einer höheren Energie getragen sind, besonders von emotionaler oder kreativer Energie, haben eine weitaus größere Wirkung in der Welt. Sie spielen daher bei der Erschaffung unserer Realität eine größere Rolle. Wenn ein Gedanke genügend Energie ansammelt, um zu einer Überzeugung zu werden, ist er sogar noch mächtiger. Er wird zu einem wirksamen Prinzip in unserem Leben und wir erzeugen damit Umstände, Situationen, sogar physische Geschehnisse, die diese Überzeugung bekräftigen. Unsere Welt wird immer so sein, wie wir glauben, dass sie ist. Die Annahme, dass Gedanken etwas Kreatives sind, ist grundlegend für das Verständnis der radikalen Vergebung. Denn sie erlaubt uns zu sehen, dass das, was sich in unserem Leben entfaltet, genau das ist, was wir durch unsere Gedanken und Überzeugungen erschaffen haben. Sie erlaubt uns zu sehen, dass wir all unsere Gedanken und Überzeugungen, wie die Dinge sind,
in die Welt projizieren. Das ist ein Buch, das man echt verdauen darf, weil natürlich, wenn du in einem Problem steckst, und ich meine, ich habe tagtäglich mit Kunden zu tun, ich habe tagtäglich rede ich mit Frauen. Wie viele Frauen, und ich verstehe das, können das nicht annehmen, sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts, dieser Partner hat nichts mit mir zu tun. Diese Situation, meine Kindheit war gut, meine Eltern waren gut, das hat nichts mit mir zu tun. Wenn du aber dann verstehst, dass allein deine Überzeugungen so eine große Auswirkung haben, deine Verurteilung über andere. Und ihr habt es ja eben gerade gehört, wenn ich Gedanken habe, die mit einer starken emotionalen Energie aufgeladen sind, erschafft es meine Realität. Was bedeutet das? Wenn ich mich tagtäglich darüber aufrege und jeden Tag in dem Problem suhle, was mache ich denn gerade da? Ich erschaffe mir meine Realität immer wieder. Und das ist etwas, was ich auch lange gebraucht habe, um zu verstehen, weil ich dachte, was ist doch meine Realität, ob ich jetzt daran denke oder nicht. Wir fangen jeden Tag bei Null an und könnten neu unsere Realität erschaffen, wenn wir neu denken und neu fühlen. Fällt uns aber schwer, weil wir das Problem sehen und mit dem Problem leben. Und deswegen denken wir nur an das Problem. Und das ist das Geheimnis und das ist auch die Schwierigkeit, das zu verändern, dass man in der Scheiße lebt, aber positiv denken muss. Und wie viele kennen dieses Prinzip? Machen es trotzdem falsch, weil sie es nicht besser wissen. Sie denken positiv, aber es ist toxisch positiv, weil sie unterdrücken, dass das Problem da ist. Du sollst es nicht unterdrücken, sollst du es wahrnehmen, verarbeiten und dann gucken, dass du neue Gefühle, neue Gedanken in dir integrierst. Das ist wirklich, müsste man eigentlich studieren, um es dann wirklich drauf zu haben. Muss es nicht studieren, du musst dafür nicht irgendwie was Kompliziertes machen. Es ist Übung. Es ist Übung. Und ich glaube, jeder, der sich mit diesem Wissen beschäftigt, einschließlich mich, hat das von Anfang an nicht immer richtig gemacht. Man macht es tausendmal falsch, bis es irgendwann funktioniert. Wie alle anderen Dinge im Leben. Ihr kennt das. Wenn wir neue Dinge probieren, da sind wir meistens erstmal nicht ganz so gut. Und du wirst erst ein Meister, wenn du es sehr, sehr oft wiederholt hast und wiederholt hast. Und irgendwann kommen Aha-Effekte. Auch bei mir, wenn ich überlege, vor 10 Jahren, als ich damit angefangen habe, oder länger, ist schon etwas länger her. Ja, es ist schon länger her. Krass, wie die Zeit vergeht. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und habe mich gewundert, warum es nicht funktioniert. Und mit der Zeit fielen mir immer mehr Aha-Momente, diese wie Schuppen vor den Augen. Immer mehr Erkenntnisse, immer mehr. Ich habe die Dinge dann nochmal gehört. Also wenn ich ein Buch vor 10 Jahren gelesen habe, wenn ich es jetzt lese, ich lese es anders. Ich habe Kurse gebucht, Seminare gebucht. Ich habe da noch Unterlagen zu Hause. Wenn ich die jetzt lese, lese ich was ganz anderes. Und jetzt macht es Sinn. Jetzt macht das Sinn. Damals hat es nicht wirklich Sinn gemacht. Einige Dinge ja, andere nicht. Deswegen hab Geduld. Es ist, wie hatte ich letztens in meinem Kurs erklärt, wie ein Eiswürfel. Wenn er wird bei 0 Grad, fängt er an zu schmelzen. Jetzt stell dir vor, dein Problem ist jetzt gerade bei minus 50 Grad. Und du willst das jetzt verändern. Bedeutet, du willst den Zustand verändern, in dem du gerade bist. Wenn du jetzt jeden Tag 0,5 Grad erwärmst, weil du anfängst, dich zu verändern und es zu verstehen, ist da nach 10 Tagen immer noch ein Eisblock, ein Eiswürfel. Du brauchst 100 Tage. Ja, wenn es jetzt minus 50 Grad ist, brauchst du 100 Tage. Wenn du jeden Tag plus 0,5 Grad machst, wärmer machst, damit er auf 0 Grad kommt. Du brauchst 100 Tage, damit er auf 0 Grad kommt. Und ab da fängt sich an, was zu zeigen in der Realität. Du fängst an zu sehen, okay, ist zwar noch ein Eiswürfel, aber er fängt an zu schmelzen. Und dann geht es ganz schnell. 0,5 Grad, 1 Grad, 1,52, das wird dann ganz schnell Wasser. Also dann geht es schnell. Aber dieser Eisblock von unten, also dieser, ne, wie der Eisberg, das erstmal an sich abzuarbeiten, hochzuarbeiten, an sich zu glauben, darauf zu vertrauen, kann schnell gehen. Manchmal auch nicht, je nachdem. Gerade auch, wie dein Nervensystem aufgebaut ist, wie du innerlich aufgebaut bist. Es kann schnell gehen für Menschen, bei denen es besonders vielleicht leicht war. Es kann auch schnell gehen für Menschen, bei denen es besonders schlecht war. Je nachdem, was du. Man kann nicht sagen, jemand, der eine besondere schlechte Kindheit hatte, dass er noch länger braucht. Nein, jeder Mensch ist anders beschaffen. Jeder andere Mensch ist einfach anders. Kann man nicht so sagen. Weil nicht, dass ich das jetzt sage und dann gibt es genug Leute, die sagen, okay, dann war es ja bei mir, ist ja voll für den Arsch, brauche ich gar nicht anfangen. Fang an, starte damit. Und glaub mir, du wirst auf jeden Fall Erfolge sehen. Wenn du möchtest, dass ich dich persönlich begleite, unten ist ein Link. Melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Wir telefonieren kurz und wenn es passt, begleite ich dich sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.